Servus und willkommen zur Technics Guide. Ja, heute packen wir zusammen das Google Pixel 4a aus. Ja, das habe ich als Leihgerät von jemandem bekommen und ich auch schon mal herzlichen Dank dafür. So, was gibt es zu dem Gerät zu sagen? Also, es ist die 5G-Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internen Speicher und Android 11. Was ich auch bis jetzt noch nicht hatte. Also das ist das erste Gerät mit Android 11. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Snapdragon 730G sollte auch ganz interessant sein, das Ganze. Leistung sollte dem Gerät nicht fehlen. Und ich werde es jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen mit dem Pogo M3 vergleichen. Ich weiß, der Vergleich hinkt. Das eine Gerät ist das eine mit 400 € UVP. Oder über 400 € und das andere Gerät ist bei 150 € UVP. Ist natürlich nicht ganz fair, der Vergleich, aber beide Geräte haben Stereo-Lautsprecher und dann schauen wir mal, wie gut sich die da so schlagen, die zwei Geräte. Okay, das war's jetzt als erstes. Wie gesagt, nach dem Intro packen wir zusammen aus und naja, wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Los geht's! So, da und da sind wir auch schon. Und ich hätte es mal gesagt, als allererstes schauen wir uns mal die Verpackung alles an, weil es ist ganz recht interessante Verpackung, das Ganze. Ist halt Google Standard, so hier mal ganz einfach. Aber an sich interessante Verpackung. So, jetzt vorne Google Pixel A4, also 5G-Variante, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, seitlich Google. Oben Google-Logo das Ganze, dann haben wir hier den Schriftzug 5G und unten dann haben wir noch ein bisschen technische Daten, bla bla etc., die ganzen Nummern. Hinten Team Pixel, ja, das war es jetzt so ziemlich, aber das muss gleich mal hier so liegen, weil dann können wir es nämlich gleich mal schön aufschneiden. Hier habe ich auch schon mal das Messer liegen und ich habe gesagt, schnipp schnapp. So, schön die Siegel durchschneiden. Ja, so, jetzt. Und dann drehen wir es mal rum und schauen noch gleich einmal da rein. So, flop. Verpackung auf die Seite legen. Und da haben wir doch, ah je, meine, ja, das ist nicht normal, das ist Gewinnding, interessiert uns jetzt einmal nicht. So, ja, das ist jetzt das Gerät. Oh ja, doch. Nehmen wir doch einmal schön hier raus. Legen wir mal auf die Seite. Und dann schauen wir mal noch, was alles mit dabei ist. Schale auf die Seite legen. Und was kommt hier denn alles? Okay, das ist das ganze Papierzeug, Garantie etc., User Guide, User Manual, also Beschreibung und halt hier auch nochmal die SIM-Nadel ist auch mit dabei. Ich glaube, das werden wir uns jetzt nochmal nicht weiter anschauen. Es ist halt so der Standard, ja, Sicherheits und so weiter. Interessiert uns jetzt einmal nicht. So, das ist jetzt viel interessanter, was alles da mit dabei ist. Das wäre einmal das Ladekabel. USB-C auf USB-C. Das ist natürlich sehr interessant. Und dann haben wir hier noch einen Adapter. No, der will nicht raus. Der mag nicht. Na komm. Das ist der Adapter USB-A auf USB-C. Falls ihr ja, zum Beispiel an einem neueren Laptop, MacBook etc. das Gerät anschließen möchtet und habt nur ein normales USB-Kabel zum Beispiel, dann könnt ihr das verwenden. Oder zum Beispiel das an den
Phone anschließen, also ein Pixel anschließen und dann hier zum Beispiel für USB-Sticks oder ähnliches oder ja, da könnt ihr dann die dann anschließen. So, dann haben wir hier das Netzteil. Das sollte ein 18 Watt Ladenetz, Schnellladenetzteil sein. Schauen wir mal nach. 15 Watt ist es. Moment, 5 Volt, 3 Ampere, 15 Watt, 9 Volt, 2 Ampere, 18 Watt, also doch 18 Watt. Ich heb's mal ein bisschen näher in die Kamera. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist sehr schlecht zu lesen. Also es ist wirklich ein 18 Watt Netzteil. So war es nämlich auch angegeben. Hätte mich jetzt auch gewundert. Übrigens noch hier USB-C, logischerweise, weil ja auch das Kabel USB-C auf USB-C ist. Würde anders ja wohl wenig Sinn machen. So, dann nehmen wir das alles einmal wieder da rein. Weil jetzt interessiert uns jetzt hauptsächlich erstmal das Gerät selber. So, da haben wir das Gerät. Und ich hätte jetzt gesagt, wir schauen mal, wie das so sich anfühlt. Wie packt man das jetzt da aus? So. Und schön die Folie abziehen. Achtung. Ah, schön, immer wieder schön beim neuen Gerät die Folie abzuziehen. Also, erster Eindruck, liegt sehr gut in der Hand, also wirklich sehr, sehr, sehr gut in der Hand, weil es halt wirklich auch recht kompakt ist mit 6,2 Zoll Display. Also es ist recht kompaktes Display, also nicht übertrieben groß das Ganze. Und daher auch, ja, sogar wenn es sein muss, fast noch einhändig bedienbar. Nicht ganz, also ganz oben kommt man nicht mehr hin, aber ansonsten ist das echt gut. So, schauen wir uns das Gerät einmal so von außen einmal an. Ach ja, genau, bei den Pixelgeräten. Bitte achtet darauf, wenn ihr euch die Dinger kauft, die Teile können keine Speichererweiterung nutzen. Also das heißt, man kann keine Micro-SD-Karten einstecken. Wenn ihr die 128 GB voll habt, dann sind die voll, dann müsst ihr das über diese Cloud von Apple machen. Also man kann den Speicher leider nicht erweitern. So, also jetzt zum Handy selber dazu. Der Power-Taster bzw. zum Standby etc. ist hier schön farblich markiert. Hier die laute leise Wippe. Genau umgekehrt wie bei den normalen, also bei den meisten Geräten, weil normalerweise ist die Power-Taste unten und die Lautstärke-Wippe oben. Dann haben wir unten den Lautsprecher, das Mikrofon und den USB-C-Anschluss. USB 3.1 ist das übrigens. Dann haben wir hier den SIM-Schlitten. Es geht auch eSIM, unterstützt das Gerät auch. Und dann haben wir oben noch einmal einen Kopfhöreranschluss, muss man dazu, oder den Kopfhöreranschluss, was man da auch wirklich dazu sagen muss. Haben in der Zwischenzeit nicht mehr viele Geräte und dann auch hier noch das zweite Mikrofon für die Rauschunterdrückung. So, dann haben wir das hinten des Geräts, die Linsen, den Fingerabdrucksensor, den Blitz natürlich noch und ja, das war's. Google-Logo und ja, das hält sich in Grenzen, was da hinten ist. Ist ein Kunststoffgehäuse, allerdings so leicht gummiert das Ganze, was sich doch sehr gut anfühlt. Also muss ich echt sagen, also hätte ich nicht gedacht, dass sich das Ding so gut anfühlt, das ganze Gerät. Der erste Eindruck ist sehr, sehr, sehr gut vom haptischen her. Das Gerät ist nicht schwer. Es hält sich in Grenzen, das Ganze. Gewicht schreibe ich euch mal ganz kurz hinten ran. Kann ich euch jetzt gar nicht auswendig sagen. Wie gesagt, blende ich jetzt unten einfach mal ein. Ja, also wie gesagt, sehr handliches Gerät. Finde ich echt in Ordnung, muss ich sagen. Schutzfolie ist natürlich keine auf... Nein, ist keine. Es ist Gorilla Glass 3, das Ganze bei dem Gerät. Also sollte auch kratzfest sein. Schutzglas oder Schutzfolien braucht man da eigentlich eher weniger, wenn man einigermaßen auf sein Gerät achtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe seit
Jahren jetzt schon fast kein Displayglas mehr drauf. Also muss jeder das für sich selber wissen. So, schalten wir mal ganz kurz ein, dass wir mal kurz die Displayränder sehen. So. Legen wir es mal ganz kurz hierher. Keine SIM-Karte, ja, das ist klar. So, und dann schauen wir nochmal. Ja, die Endnutzerbestimmungen, ja, ich akzeptiere. Datenschutzerklärung. Okay. Möchten Sie Ihr Gerät einrichten? Also, ja, richten wir es halt mal schnell im Schweinsgaloppele mal ein. Und dann schauen wir doch einmal, was alles so drauf ist, was der Speicher so hergibt. Machen wir mal weiter. Ich hoffe mal, man kann das WLAN jetzt überspringen. Schaut aber nicht danach aus. Dann richte ich es mal ganz kurz ein. Moment bitte. So, da bin ich auch wieder. Und habe mal schnell das WLAN-Passwort eingegeben. So, dann schauen wir nochmal weiter. Zeitzone, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Gehen wir mal weiter. Ja, Displaysperre wählen. Ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt halt Pixel, ja, Muster, machen wir, genau, machen wir den Fingerabdrucksensor und ein Muster. Machen wir so. Und noch einmal. So, bestätigen. Gesamte Benachrichtigungsinhalte anzeigen. Och ja, von mir aus. Dann machen wir doch mal schnell mal den Fingerabdrucksensor und dann schauen wir mal, wie gut er meinen Finger erkennt. So, Fingerabdrucksensor hinzugefügt. Ich hätte noch einen hinzufügen können. Möchte ich jetzt aber nicht. Konto hinzufügen, das machen wir doch jetzt einmal ganz schnell. Daten werden überprüft. Okay. So. Jetzt hat er dann doch kein Google-Konto hinzugefügt. Okay, ist ja auch wurscht. Jetzt sehen wir auf jeden Fall schon mal das Gerät hier. Ist natürlich ein AMOLED-Display, natürlich. Also Gerät in der Preisklasse, Mittelklasse, sollte sowas schon Standard sein. Hat halt ein Display, also schwarzes Display, oder wenn jetzt zum Beispiel Benachrichtigungen kommen, wo nur ein kleiner Teil angezeigt wird, ist der restliche ist, oder das restliche Display beim AMOLED aus. Beim IPS würde das ganze Display angehen. Ist natürlich ein bisschen doof. So, also wie gesagt, schauen wir mal, ob der Fingerabdruck mich auch gut erkennt. Zum ersten Entspannen, ja, muss man erst einmal Muster eingeben, dann sperren wir es jetzt einmal und dann ja. Also, was ich jetzt gleich mal sagen muss, das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist bei dem Sensor, man erkennt ihn recht schwer. Also, er ist ein bisschen, ja, schwer zu erkennen da hinten. Also, dadurch, dass jetzt wirklich nur ganz leichte Einkerbung ist, er fühlt sich fast genauso an, wie jetzt der restliche Body vom ganzen Handy auch. Also, es ist schwer zu unterscheiden, was Gehäuse und was Fingerabdrucksensor ist. So, jetzt gucken wir mal, was Speicher noch frei ist nach der ganzen Geschichte jetzt halt hier. Moment. Schauen wir mal. Einstellungen.
System, Moment, Speicher, da sind wir doch daheim. So, wir haben von den 128 Gigabyte sind jetzt noch oder sind schon 14,75 Gigabyte belegt, also 12%, sagt das Handy, hält sich in Grenzen. Wenn man aber mal bedenkt, was sonst die Handys hatten mit 16 Gigabyte Speicher, dann ist das schon grenzwertig, wenn man das heute mal so sieht. Okay. Natürlich die Touch-Gesten, also nicht, oder diese Wisch-Gesten, Standard bei Google in der Zwischenzeit. Man kann natürlich auch wieder umstellen, das Ganze, dass man die ganz normalen Tasten hat, wie es sich schon früher her kennt, das Ganze. Gut, das war's jetzt eigentlich. Also ich wollte jetzt eigentlich nur noch zeigen, wie schön das Display-Verhältnis ist zum Gehäuse. Dazu bräuchte man fast jetzt einmal einen weißen Hintergrund. Ist natürlich jetzt alles hier auf schwarz eingestellt zum Energiesparen. Das Ganze ist ein bisschen doof. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir denn? Ah, genau. Jetzt können wir mal ganz kurz bei Nutzung der App erlauben. Ja. Jetzt fotografieren wir mal einen weißen Untergrund und dann haben wir einen schönen Untergrund. Ja, keinen weißen komplett. Auf jeden Fall, ja, jetzt halt sieht man es schön. Da sieht man doch schön die Display-Ränder etc. Wie groß die sind oder beziehungsweise wie klein. Also für ein Gerät für, ja, so haben wir rund 400 € ist das wirklich ein super Display-Verhältnis. Geht zwar natürlich in der Zwischenzeit auch besser, aber gut. Man muss halt auch bei diesem Pixel-Gerät immer im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten, dass das Gerät echt die nächsten 3 Jahre Updates bekommt. Und das ist halt schon im Android-Bereich viel, viel, viel wert, meiner Meinung nach. Und naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen rauf. Wenn nicht, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich das nächste Mal besser machen kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch nichts mehr in der nächsten Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye.